Hey Leute, ich mal wieder mit einem neuen Video. Heute habe ich ein neues Format für euch, und zwar die Sturm der Superhelden-News. Da nicht jede kleine Neuigkeit ein eigenes Video braucht, habe ich mir gedacht, ich versuche mal in solchen Videos die News rund um Sturm der Superhelden zusammenzufassen. Wie gut das Ganze funktioniert und wie regelmäßig ich das mache, bleibt abzuwarten. Im heutigen Video haben wir drei Themen, und zwar den Start der neuen Allianzkriegssaison, die Barcode-Namen und den neuen großen 5-Sterne-Kristall. Gut, springen wir direkt ins erste Thema. Die dritte Saison der Allianzkriege hätte am 11. Juli starten sollen, wurde aber verschoben. Grund dafür waren einige Probleme im Spiel, zum Beispiel, dass iPhone-Nutzern die Finger weggebrannt sind. Ja, das Spiel hatte einige große Probleme in den letzten Wochen und die Überhitzung der iPhones war nur eins davon. Scheinbar sind die Probleme beseitigt und die nächste Saison kann beginnen. Eine kleine Änderung, beziehungsweise eine große Änderung, die es in Saison 3 geben wird, ist, dass Saison 3 nur 4 Wochen statt den bisher üblichen 8 Wochen läuft. Ihr braucht trotzdem 5 Kriege, um euch für die Belohnungen zu qualifizieren, also achtet darauf, dass ihr euch, wenn dann, bis nächste Woche eine neue Allianz sucht und nicht mitten in der Saison. Gut, da die Saison natürlich kürzer ist, werden die Belohnungen angepasst. Insgesamt ist es eine gute Entscheidung. 8 Wochen waren extrem lang und ich denke, 4 Wochen mit 2 Wochen Pause danach ist deutlich einfacher für Spieler, für Offiziere, für insgesamt einfach alle. Passend zum Start der nächsten Saison ist dann auch unser zweites Thema. Der allseits beliebte Community Manager Kebam Mike, Achtung Ironie, hat sich im Forum zu den sogenannten Barcode-Namen geäußert. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, und Spieler hatten die grandiose Idee, ihre Namen zu einer Kombination aus großen I's und kleinen L's zu ändern, da die Zeichen im Spiel gleich aussehen. Dadurch konnte man die Spieler in-game nicht mehr auseinanderhalten, was im Allianzkrieg ganz praktisch war, weil man zwar die Profile anschauen konnte, aber man konnte nicht wirklich auf der Karte direkt unterscheiden, wer jetzt wo ist und so seinen Teammates irgendwelche Tipps geben. Das verstößt laut Kebam aber ein bisschen gegen die Spielregeln und alle Spieler, die solche Namen haben, müssen ihre Namen ändern, beziehungsweise die Namen werden zwangsgeändert. Also in dem Forenpost hat er das so erklärt, dass alle Spieler, die ihre Namen da zu so einem Barcode-Namen geändert haben, die werden einfach zurück auf den letzten Namen gesetzt und wenn das nicht möglich ist, dann bekommen sie einen Platzhalternamen und dürfen sich selber einen neuen raussuchen. Ist insgesamt eine gute Entscheidung. Ein klein wenig Fairplay kann man auch im Allianzkrieg erwarten. Da gibt es genug andere Sachen, die nicht passen. Da muss man es nicht auch noch mit den Namen probieren. Gut, zu guter Letzt unser drittes Thema. Und zwar gibt es nächste Woche, genauer gesagt ab dem 31. Juli, den neuen großen 5-Sterne-Kristall. Trukos hat uns da wie immer direkt eine schöne Grafik zur Verfügung gestellt mit allen Champions, die im Kristall sein werden. Wie ihr wisst, beinhaltet der Kristall 24, Entschuldigung, 24 Champions. Die Chance, dass ihr also gezielt einen Champion bekommt, sind also deutlich höher. Der Kristall kostet allerdings auch 5000 Splitter mehr. Also nicht 10.000 wie der normale, sondern 15.000. Der neue Kristall hat einige starke Champions, zum Beispiel Hyperion, der definitiv eines der Highlights ist, Domino, Infinity War, Iron Man und viele von den neuen Charakteren oder neuen Champions, die alle nicht zwingend dupliziert sein müssen. Allerdings sind halt auch ein paar harte Krücken dabei, wodurch sich der Wert wieder verringert. Je nachdem, welche Champions ihr habt, welche ihr wollt, dann lohnt sich der neue große 5-Sterne-Kristall aber definitiv. Im Verhältnis gut zu schlecht sind deutlich mehr gute Champions vorhanden. Trotzdem besteht natürlich immer die Chance, dass ihr einen Groot, Iron Patriot oder Colossus zieht, was für 5000 Splitter mehr halt einfach eine harte Enttäuschung ist. Wenn genug Interesse besteht, kann ich ein Video zu dem neuen Kristall machen, welche Champions drin sind, welche Champions gut sind und wie ihr euch entscheiden solltet. Es würde den Rahmen dieses Videos allerdings deutlich sprengen. Kurz zusammengefasst kann ich sagen, der große Kristall ist definitiv nicht schlecht, der normale 5-Sterne-Kristall aber auch nicht. Also wenn euer Ziel ist, einfach nur mehr 5-Sterne-Champions zu bekommen, dann nehmt den normalen. Wenn ihr gezielt einen von den neuen Champions oder von den Champions im Kristall wollt, kann es sich lohnen, die 5000 Splitter mehr auszugeben. Ihr müsst es nach eurem Kader entscheiden und danach, was ihr braucht und wonach ihr sucht. So,
Das war es dann von mir zu dem Thema, zu den Themen. Wie immer, danke fürs Reinschauen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Abonniert vielleicht meinen Kanal und wenn ihr ganz motiviert seid, dann könnt ihr sogar noch auf Gefällt mir drücken. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Auf Wiedersehen.